So, da bin ich auch schon wieder. Hier bei Graveyard Keeper, wo wir gerade eigentlich tatsächlich wirklich nur so ein bisschen die Zeit abwarten. Ich würde mal schauen, gucken. Haben wir noch Nägel? 98. Das ist natürlich nicht so viel. Sollten wir da gegebenenfalls einen Nachschub einfach machen? Ich denke, 120 Nägel sollten wir auf jeden Fall noch machen. Oh, damit geht die Ausdauer auch richtig gut runter. Vielleicht nutzen wir das einfach zum Warten. Warten, indem wir Nägel machen. Ich meine, brauchen können wir sie sowieso. So, dann schlafe ich mal. Denn ich möchte noch ein letztes Mal zum Astrologen. Wird es das letzte Mal sein? Das wissen wir noch nicht mal. Das ist ja die nächste spannende Frage. Beziehungsweise meine törichte Vermutung. Ja, so frisch. Geil. Warum mache ich die Nägel nicht eigentlich gleich auf unendlich? Das wäre sehr viel schlauer. So, jetzt mache ich so lange Nägel, bis ich müde bin. Wie viele Nägel kann ein Mensch haben? Vermutlich nicht genug. So, war jetzt aber auch wirklich, oh, ein anstrengender Tag. Ich gehe erstmal ins Bett. Nein, Wauzi! Wauzi! Er liegt aber auch so ein bisschen im Weg, muss man halt leider auch dazu sagen. Nein, nicht so doll. Nicht so. Ja. Ja gut, jetzt liegt er halt genau vorm Eingang. Hat irgendwie gar nichts gebracht. Das war total blöd. So, oh nee, ich will nicht mittags wach werden. Nachmittags, okay. Wir arbeiten nochmal. Vermutlich noch zweimal. Kann ich ihn nicht hier so ein bisschen. So ist, glaube ich, besser. Ich glaube, ein oder zweimal müssen wir noch schlafen für den Astrologen. Nicht, dass wir irgendwann keine Eisen mehr haben. Noch 147. Na komm. Lächerlich. Wir könnten natürlich auch mal wieder einfache Eisenteile machen. Erstmal schlafen. Ja, wie gesagt, das tut mir ein bisschen leid. Das ist vielleicht nicht so spannend. Aber was soll ich denn machen? Ganz ehrlich, nicht mal mehr die Leichen interessieren mich wirklich. Es ist traurig, aber es ist einfach so. Ich meine, ich kümmere mich um die. Das ist einfach meine Pflicht als ehrvoller Friedhofswärter, aber weißt du? Oh, es sind sogar schon zwei. Entschuldigung. Aber damit geht die Ausdauer auch runter. Passt schon. So, gib mir mal deinen Knochen. Dankeschön. Gib mir mal dein Fett. Dann das Fleisch. Und dann ab auf den Scheiterhaufen. Och Mann, jetzt regnet's. Wie soll ich denn jetzt ein ordentliches Feuer ankriegen? So, bitte, Dankeschön. Dann die nächste Leiche. Nein. Ja, dann kann ich schlafen. Dann schaffen wir es genau zum Astrologen. Und dann halt wieder zurück. Nochmal eine Nacht schlafen. Dann ist der Priester da, beziehungsweise die Predigt. Ich hoffe, es klappt dann. Das wäre echt schön. Würde ich mich freuen. So, die Haut. Fett räume ich wieder rüber. Obwohl wir das eigentlich zwischenzeitlich auch immer wieder hier lagern könnten. Das wäre gar nicht mal so blöd.
Rest in Peace, mein Kamerad. Mach's gut. So, dann schnell aufräumen, bisschen schlafen und etwas Wissen kaufen. Als ob wir das nötig hätten. Also bitte. So, Knochen. Fett. Könnte man mal eigentlich... Weiß was? Schmeiß ich noch schnell an. Während wir schlafen. Andererseits, jetzt zu schlafen wäre riskant. Ich glaube, ich sollte erst zum Astrologen. Weil ich glaube, wir werden vermutlich genau nachts wach. Beziehungsweise zum Abend und dann wird das zu knapp. Ich denke, wir schaffen das dann nicht. Neuer Wein. Sterbeurkunde. Beziehungsweise der Sparbrief. Das hier. Ich räume Fleisch auf. Und schmeiß den Ofen an. Schon wieder 15 Fleisch. Geht auch echt schnell. So, pass mal auf. 9 Stück bitte. Nur für den Fall. Das, was brauchen. Ich glaube es zwar nicht, aber ne, man steckt ja nicht drin. So, wir schauen mal. Und es hört auf zu regnen. Toll. Regen ist immer so unnötig. Ist nicht schön, ist laut. Kriegst du gleich, ja, nicht so eine gute Laune, weißt du. Mach doch Sonnenschein, den ganzen Tag. Und nachts. So, dass wir nie wieder schlafen können. Und dann einfach komplett kaputt gehen. Ha, das wäre so schön. Und die nächste Befürchtung ist übrigens, dass wir gar nicht wissen, wie wir das dann zusammenbauen müssen und dann wieder auf den, auf den Astrologen warten müssen. Nur so eine Vermutung. Ich hoffe, ich irre mich. So, das ist jetzt eigentlich wirklich noch Blödsinn, weil ich bin mit allem über meinem Ziel. Komm, Grüne noch auf 2,5. Nee, Spaß. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich hoffe einfach mal, dass wir diese Sachen dann einfach selber zusammenbauen können. Und nicht nochmal auf den Astrologen warten müssen. Oder auf irgendeinen bestimmten Tag. Ich möchte dann auch wirklich mal loslegen. So, ich gehe mal durchs Lagerhaus, einfach nur um zu schauen, wie viele Kisten aktuell da drin sind. Ich hoffe schon so 8? 9? Ich glaube 8 waren's. Ja, perfekt. Also nicht perfekt, aber schon sehr gut. Ich guck draußen nochmal, ob es denn machbar ist, Kisten zu machen. Nicht, dass der wieder da rumsteht und einfach chillt. So wie der hier. Aber wir brauchen halt das Bier nicht mehr so dringend. So, wie schaut's aus? Ach jetzt. Na siehste. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Haben wir schon mal 8. Sehr gut. Ich penne mal. Ich hoffe, wir kommen halbwegs rechtzeitig aus dem Bett. Ich denke aber eher viel zu früh. Ja, viel zu früh. Ja gut, ich kann mich um die Leiche kümmern. Warum nicht? Mann. Es ist noch nicht mal neuer Tag. Ach, weißt du was? Scheiß mal kurz auf die Leiche. Wir sind mal kurz lustig. Wir werden nie wieder Nägel machen. Mach mal bitte
Wenn dann das hier eine Zeit lang. Ist einfach besser. Ich habe gerade aber, glaube ich, aus Versehen einen Eisenbarren aufgenommen. Den möchte ich natürlich nicht. Ah, nee, habe ich nicht. Okay. Ich dachte kurz. So. Jetzt sollten wir auf jeden Fall zur richtigen Zeit wach werden. Der Episkop ist auf jeden Fall schon da. Und wir sollten die letzten Teile bekommen. So zumindest der Plan. Ein verheißungsvoller, nebliger Morgen. Doch der Nebel lichtet sich so langsam. Und zum Vorschein kommt eine prachtvolle Kathedrale. Nein, nichts bauen. Hä, was ist mit dir? Moin, du hier. Silbergeschichte, sehr gut. Auf 90 beginne die Zeremonie. Der königliche Küchenmeister hat die Einladung angenommen. Großartig, beginnen wir mit der Zeremonie. Warten wir zunächst auf unseren wichtigen Gast. Hallo, Bruder. Hallo. Ich bin als königlicher Küchenmeister zu dieser Zeremonie geladen. Ich freue mich für dich. Ich hoffe, er freut sich wirklich. Nein. Hätte ich das hier jetzt anmachen müssen? Wir sollten anfangen, Eure Heiligkeit. Oh, ich bin so nervös. Es wird eine ganz normale Zeremonie sein. Nein, ich rede von meinem Bruder. Mir fällt erst jetzt auf, wie sehr ich ihn vermisst habe. Oh, schön. Ich freue mich. Liebe Gemeinde, wir sind hier, um für das Wasser in der Stadt zu beten. Ja, und beten wir auch für unsere Familien. Nur Familie hilft uns dabei, in dieser grausamen Welt zu überleben und sogar die tödlichste Dürre zu überstehen. Also vergessen wir unsere alten Streitigkeiten und vergeben wir einander. Und beten wir für Wasser. Ach ja, klar. Und beten wir für Wasser. Was für eine tolle Rede. Oh, ich muss mich bei meiner Mami entschuldigen. Es wird wie aus Eimern regnen. Who knows? Bruder, mein Bruder. Ich bin gerührt. Ich bin so gerührt. Ich freue mich so für dich. Nein, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Schau, was wir geschafft haben. Unsere Eltern wären so stolz. Okay, Leute, ich sollte euch wohl in Ruhe lassen. Vielen Dank, du bist wahrlich eine große Hilfe. Brauchst du meinen Spiegel noch? Ja. Nun gut, nimm ihn. Meine Gabel kannst du auch haben. Oh ja. Komm, wir müssen so viel nachholen. Klar, lass mich dir von meinen Reisen erzählen. Ach was, reden wir über unsere Zukunft. Ich habe alles. Es ist ruhig. Okay, die Musik kommt. Ich dachte gerade, es ist fast ein bisschen zu ruhig. Was jetzt? Ich habe alle Sachen. Ich hole alle Sachen in mein Inventar und, keine Ahnung, mein erster Ansprechpartner vom Bauchgefühl her. Oh, schon wieder voll. Vom Bauchgefühl her wäre tatsächlich Jerry. Ich weiß nicht warum. Irgendwas sagt mir Jerry. Ist es vielleicht dumm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das hier brauche ich, glaube ich, nicht. Ich nehme es einfach mit. Aus Sicherheitsgründen. Jerry? Und danach würde ich einfach mal zum Hexenhügel gehen, aber Jerry? Ich möchte mich natürlich auch verabschieden von Jerry. Okay, Jerry hat keinen Bock. Ich gehe mal durch die Tür. Nee, passiert auch nichts. So, vielleicht der Geist. Wobei, der kommt bloß nachts. Ich gehe mal auf den Friedhof. Nee, passiert nichts. Hexenhügel. Oder ich schaue einfach mal bei den NPCs. Fertige einen Geisterlaser, um das Portal einzuschalten.
Brauche ich dafür nicht irgendwie auch, keine Ahnung, ein Rezept? Ich kann es halt aktuell nicht benutzen. Also, beziehungsweise nicht ein Rezept, sondern eine Anleitung, meine ich. Denn ich meine, ich hatte da auch irgendwas. Hoffe ich. Nee. Bei den NPCs ist aber nichts offen, oder? Astrologe? Er ist weise und hat keine Lust mehr, ja. Das hier ist alles durch. Warte jetzt. Oh, jetzt check ich's. Ich kapier's. Wir haben von jedem einen Teil bekommen, was ja praktisch einem Tag entspricht. Und am Portal müssen wir das jetzt praktisch irgendwie hinmachen, damit alles aktiviert ist, statt immer nur der eine Tag. Ja. Es geht los. Alles ist bereit. Aber was nun? Wie aktiviert man das Portal? Jerry! Also willst du wirklich gehen? Ich muss zurück nach Hause. Jerry ist so leid. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Jerry. Und werde ich wirklich. Ich mag Jen. Traurig. Dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt dir auch deine Wünsche. Aber pass auf, was du dir wünschst. Wir brauchen nicht noch einen großen Knall. Hallo, mein Freund. Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Woher wusstet ihr davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder, einer am Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Sowas ist im königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen und dann hatte Lawrence auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Was? Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, bevor wir gegangen sind. Ha, jetzt ist die einzige noch verbliebene Kirche, die Kirche neben dem Friedhof. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Weil sie jetzt alle kommen. Dieter, Harvard. Ja, wir konnten nur knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist in ziemlichem Aufruhr. Ja, die Toten erheben sich. Dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer eines dunklen Kultes zu sein. Was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir irgendwie mit Wagner in Kontakt treten. Ich hab dir doch gesagt, dass er hier ist. Wie ich sehe, willst du uns verlassen, mein Freund? Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker. Wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz auf dich sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Das wären interessante Zeiten. Alles wird sich ändern. Ich bete für unsere Sicherheit. Alle sind an. Es funktioniert. Endlich. Mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Oh ja. Erstmal zu KFC. Mein Liebling! Geliebte! Warte. Ich bleibe hier. Ich habe mir einfach nur meine Frau dazu geholt. Momentchen mal. Das war's jetzt? Wo ist die Zombie-Apokalypse? Die Invasion aus dem Norden? Auf einem Schiff mit dem Händler reisen? Die Stadt? Niemand hat uns die Stadt gezeigt. Oh, ich bin echt enttäuscht. Das sind alles gierige Kapitalistenschweine. Das verpacken die doch bestimmt in einem Haufen DLC, um noch mehr Geld zu schaffeln. Du hast recht, Genosse. Komm, wir trinken noch ein Bier. Ja, für mich bitte. Bitten ein Karotte-Martini.
Das war's. Natürlich bis auf die DLCs. Die kommen dann irgendwann in der zweiten Staffel. Das heißt, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen bis hierhin. 148 Folgen. Nur mal so am Rande. Weißt du was? Wenn wir sowieso schon hier bei Namen und so sind, dann gehen wir doch auch mal ein paar Eckdaten durch. Wie gesagt, 148 Folgen. Das hier ist Folge 148. Warte, jetzt muss ich dir dazu rechnen. Wir sind bei 20 Minuten ungefähr. Nicht ganz. 54 Stunden. Das nur mal so am Rande. Und ich muss sagen, es war mal wieder ein längeres Spiel, was ich gut finde, weil dieses Spiel wirklich einfach mega viel Spaß macht. Ich finde es super, super schön gestaltet. Eine absolute Kaufempfehlung. Ob es im Sale ist oder zum Vollpreis, ganz ehrlich, es ist auch den Vollpreis wert. Es ist ein sehr entspannendes Spiel. So manche Schmunzler, aber man kann hier wirklich super gut abschalten. Ja, und ich freue mich auf eine zweite Staffel, in der wir dann den Kapitalistenschweinen das geben, was sie wollen. Mehr Kohle und die DLCs dazu kaufen. So, ich glaube, das war's dann auch mit den Credits. Oh. Fast ein bisschen schade. Ich meine, ich wusste, dass es kommt, bin ich ehrlich, aber jetzt wünsche ich mir doch irgendwie noch so ein bisschen, noch so ein bisschen Zeit zurück. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, jetzt noch alles zu erforschen. Das machen wir dann gegebenenfalls in der zweiten Staffel. Jetzt geht's eben, ich wollte diese Story mal zu Ende bringen und auch jetzt Platz für Neues machen. Ich weiß nur noch nicht was. Muss ich mal überlegen. Nächsten Montag dann. Läuft das jetzt einfach nochmal durch? Das wäre dreist. Ich glaube schon, oder? Diese Schweine. Ja, es läuft einfach nochmal durch. Ich drücke mal auf zurück. Und dann sind wir hier. Haben wir das eigentlich schon mal gezeigt? Den Startbildschirm? Das ist der Startbildschirm von A Graveyard Keeper. Praktisch Breaking Dead. Finde ich übrigens ganz lustig. Die DLCs, Stranger Sins, Game of Crown und Better Safe Soul. Sehr, sehr geile Easter Eggs. Wirklich cool. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich von Graveyard Keeper und von euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.